Genauso lief das alles ab. Ich hatte mir schon gedacht gehabt, dass du ziemlich passiv warst. Das heißt also, das war alles etwas, was Jishi und du sich ausgedacht haben, dieses Spielchen. Und was heißt das nun, kurz gesagt, genau? Ich verstehe das nicht so recht. Kurz gesagt, meine Kleine, heißt das, dass beide Voraussetzungen, beide Bedingungen letztendlich erfüllt wurden. Zum einen wurde das Herz beschützt und zum anderen wurde es geraubt. So widersprüchlich es auch klingen mag. Denn es war mein Fehler, nicht im Vorfeld festzulegen, welches Herz von der Diebin geraubt werden soll. Das erwartet man eigentlich nicht von mir, aber auch ich mache halt Fehler und ich habe mir tatsächlich nicht darüber Gedanken gemacht gehabt, dass Arne vielleicht auch das Herz von Naha-chan hier einfach herausgibt. Aber es war letztendlich das Herz eines Vampirs, von daher ist es auch vollkommen egal. Genau so sieht es aus. Ich möchte, dass ihr noch eine Weile bei mir bleibt. Aber, sagt nun Bernd, durch den Tumult, durch den Raub der Diebin, ist es so, dass hier noch ein paar Leute im Hotel anwesend sind, ja? Wir sind ja nicht allein, da ist also einiges noch los. Und ich denke, es sollten auch noch einige von den Bediensteten hier sein. Aber ich denke, wenn wir die Arbeit hier unter uns allen hier verteilen, dann wird es dennoch ziemlich anstrengend, hier alles zu untersuchen und zu klären. Beruhig dich nur. Ich will ja auch nicht, dass Jishi so einen langweiligen Job übernimmt. Wie wäre es, wenn ich mich darum kümmere und meine Wertschätzung hier ausspreche und den Fall bewerte, hä? Wie wäre das? Hä? Oh, verdammt. Dann hast du ja ziemliche Erwartungen. Dann könnte es auch ganz schön problematisch für mich werden. Aber nun gar gut. Das wollte ich sagen, aber ich denke schon, dass du es so machen sollst, wie du sagst, Arne. Denn ich denke, wenn weder Arne noch Rin etwas mit der Sache zu tun hätten oder mit in den Fall reingezogen werden, würde es auch ziemlich langweilig werden, oder? Denn eine Sache steht fest, die Diebin Rotkäppchen hat sich zweifelsfrei in der Gestalt von irgendjemandem hier in den Auktionssaal geschlichen. Und sie wird sich in irgendjemanden von den hier Anwesenden verwandelt haben. Nur in wen? Ich möchte mich vergewissern, aber zu der Zeit, wo sie letztendlich ja dann sich in den Auktionssaal geschlichen haben soll, da muss ich also jetzt festlegen, wer sie war, ja, zu dem Moment. In wessen Gestalt sie gewandelt ist, nicht wahr? Ja, oder etwa nicht? Ich denke doch schon. Arne, ich weiß, worum du dir Gedanken machst, ist die Tatsache, dass sich die Diebin womöglich in verschiedene Gestalten gehüllt haben kann, also verschiedene, unterschiedliche Formen angenommen haben kann, oder? Es ist zwar schade, aber die Verwandlungsfähigkeit der Diebin Rotkäppchen ist doch nicht so allmächtig, wie du denken magst vielleicht. Wenn sie sich einmal verwandelt und sich diese Verwandlung dann auflöst, dann muss sie mindestens 24 Stunden warten, bis sie die Fähigkeit wieder nutzen kann. Also nur einmal am Tag kann sie eine andere Gestalt annehmen. Gut zu wissen. Das heißt, sie kann sich nur lediglich in eine Person verwandelt haben. Ich verstehe. Nun, das heißt dann, dass ich es doch zweifelsfrei nicht gewesen sein kann, oder? Denn ich war ja die ganze Zeit an der Seite von Milady Rin und bin mit ihr hier durch das Hotel gestriffen. Und zudem habe ich sie auch letztendlich ja nur ganz zufällig getroffen. Und als ich mit ihr ins Gespräch kam, da wusste ich ja noch gar nicht so richtig. Sie kannte mich ja auch gar nicht. Und deshalb müsste man mich doch nicht vielleicht auch unter die Kandidaten, also das brauchen wir doch nicht, oder? Mich kann man doch direkt ausschließen, oder nicht? Was erzählst du überhaupt? Das war doch ganz und gar kein Zufall, dass du sie getroffen hast. Ich weiß doch schon die ganze Zeit, dass du im Vorfeld so viel mit Pandora schon geredet hast. Also ich habe da schon einige Informationen gesammelt.
Und dass du Elise mit hierher gebracht hast, ist doch auch einfach nur ein Vorwand gewesen, um der guten Lin näher zu kommen. Du wolltest doch lediglich das Amulett von Lin haben. Das weiß ich doch schon längst. Und ich weiß auch noch viel, viel mehr, um ehrlich zu sein. Okay. Oh, das wird jetzt aber sinister. Alles klar. Niklas war im Vorfeld mit Pandora in diesem Zimmer hier. Okay. Und Niklas schweigt. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ich sehe schon, wie der Plan verfasst wurde. Haben sie es geschafft, neuen Täter hierher zu bringen? Wie zu erwarten von Ihnen, Pandora. Nun, man sollte mein Informationsnetz auf keinen Fall unterschätzen. Wollte ich schon sagen, aber letztendlich, es war schon ziemlich leicht, muss ich sagen, aber nun ja. Als ich mich darüber informiert hatte, was mit dem Rheinweiß-Anwesen passiert ist, als es gänzlich niedergebrannt war, habe ich einen ehemaligen Wachmann gefunden, müssen Sie wissen. Und es ging ganz schnurstracks und schnell. So konnte ich den Weg bis zum neuen Täter finden. Auch ich habe natürlich einige Spielsteine in Bewegung gesetzt und einige Gespräche geführt. Und mit ihm, ich fand es schon, dass es sehr angenehm ist. Und ich kann ihn sehr gut, mit ihm sehr gut umgehen. Er ist sehr umgänglich und er ist immer stets gut gestimmt. Ja, und es ist so, solche Leute kann man halt am allerbesten benutzen. Und wie sieht's aus? Ein Vertrauensverhältnis? Das ist gar nicht wichtig. Man braucht kein Vertrauen. Viel wichtiger ist das Geld. Denn Leute, die für Geld agieren, die kann man viel leichter verstehen, nicht wahr? Aber das muss ich Ihnen ja ganz und gar nicht sagen, Niklas. Ja, ich werde mir das merken. Und? Bald ist es soweit. Auf wen wetten Sie, Niklas? Ich würde meine Wette ganz klar auf die Diebin Rotkäppchen setzen. Dann wähle ich doch ganz klar den Herrn Neuntäter. Wer wohl gewinnen wird? Ich bete dafür, dass unser Plan in Erfüllung geht. Ach du meine Güte, haben die auch so ein Spielchen getrieben? Und die sind viel weiter verwickelt, als wir gedacht haben, in diesem ganzen Plan. Es wird spannend, es wird wirklich spannend. Nun, ich habe diese Information natürlich für mich behalten. Aber es wäre wohl besser für Sie zukünftig in Gegenwart von Spiegeln nicht mehr so freimütig zu reden.
Sie sind aber ein wahrlich furchteinflößender Charakter. Dann muss ich wohl zukünftig auf die Spiegel aufpassen, sagt Pandora. Viel wichtiger ist die Frage, in wen hat sich denn die Diebin Rotkäppchen letztendlich verwandelt gehabt? Ach übrigens, ich hab schon mal gesagt, aber Lin, dass Lin geraubt wurde, war nicht kein Teil des Plans. Das hat auch mich erschreckt. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, warum sie die kleine Lin mitgenommen hat. Ich denke, diese Informationen sollten Sie ganz klar ausklammern, die sind mich nicht wichtig. Ich verstehe. Das heißt, wir sind jetzt soweit, ich möchte jetzt auch langsam mal mit den Untersuchungen beginnen. Okay, also dann, Game Start! Das Spiel mag beginnen. Aber ganz klar, auch wenn es gerade eben erst begonnen hat. Ich habe das Gefühl, es könnte jede Sekunde auch schon beendet sein. Was soll das denn heißen? Schon okay. Aber jetzt werde ich erstmal noch mitmachen, mitspielen. Sagt der gute Arne. Aber Niklas funkt dazwischen und sagt, nein, bitte warten Sie einen Moment. Wollen wir nicht zuallererst die geraubte Lady Rin hier retten? Ich finde das schon ein bisschen komisch. Während der Auktion waren Sie es doch, die Rin in die Ecke getrieben haben. Das ist keine Aussage, die zu Ihnen passt, um ehrlich zu sein. Ah, ich verstehe. Sie machen sich nicht um Lin, sondern um ihr Amulett Gedanken, nicht wahr? Nun, es war ganz klar während der Auktion meine Priorität, Lin zum Aufgeben zu bewegen. Und hätte sie zu der Zeit es aus ihren Händen gegeben, ja? Hätte ich wahrscheinlich ihr Amulett auch kriegen können, die hätte es mir überreicht. Durch den zufälligen Zwischenfall mit der Diebin Rotkäppchen ist das leider nicht vorgefallen. Kurzum, war es so, dass ich nicht so allzu viel über das Amulett wusste. Ja, ich kam da nicht so ganz schnell in Tuchfüllung mit diesem Ding. Ich weiß überhaupt gar nicht, wovon Sie jetzt gerade reden. Das ist aber ganz komisch. Also, die Vernunft, die Sie hier an den Tag legen, das Amulett, kann das sein, dass es eher dann, also nach Ihrer Aussage hier, dass es eher zu dem, zur Diebin will, sozusagen zur Diebin passt und deshalb das Schicksal es dahin getrieben hat? Herr Pandora, denken Sie, dass das Amulett diesen Willen hat und selbst wünscht, wo es hingehört? Das ist doch total sonderbar. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, was Sie sagen, Herr Niklas. Es ist doch lediglich alles eine Prüfung, Pandora. Eine Prüfung? Ja, es ist so. Wenn sie es schafft, ja, von dem Raub, der Prüfung des Geraubtwerdens, diese Prüfung zu überkommen, ja, wenn sie das schafft, dann wird sie noch viel schöner und hübscher glänzen. Davon bin ich überzeugt. Und dann will ich sie, ja, so schnell es geht, in meine Augen bekommen. Ich will sie ansehen, betrachten die ganze Zeit. Und dafür müssen wir so schnell es geht zu Milady Rin gelangen. Ach, mit sie meint er tatsächlich das Amulett? Ich möchte nur einmal ganz kurz das klarstellen. Mit sie meinen sie nicht Milady Rin, oder? Die kleine Rin-chan, fragt Pandora zurecht. Wovon reden Sie denn bitte, Herr Pandora? Ich meine selbstverständlich das Amulett. Was ist das denn? Spinnig oder sind Sie bescheuert? Denkt sich Yejiche. Nun, jedenfalls, wir sollten so schnell wie möglich, möchte ich mit euch zu Milady Rin. Was ich auf jeden Fall durch Ihre Aussage verstanden habe, ist, dass Sie zu Rin reinweisen wollen, nicht wahr? Was ich verstanden habe, ist, dass er ein ziemlicher weirder, perverser ist. Das können die doch gar nicht sagen zu meinem Herrn Niklas, solche bösen Worte.
Ah, Elise, dass du, mein Herzensschatz, so ein Sonderling, so ein Perversling, auch noch folgen, dass du dem folgst, ja? Deine Abgründe sind wirklich so tief und du bist so undurchschaubar und das ist so wundervoll, ja? So unergründlich bist du. Nun, jetzt schweigt erstmal, ihr Idioten. Es reicht auch erstmal, ne? Wir müssen jetzt mal, wir weichen von der Geschichte ab. Wir müssen mal wieder auf Bord kommen. Also, um zur Diebin Rotkäppchen zu gelangen, ja? Auch wenn wir dahin wollen. Solange wir nicht wissen, wo sie ist, ist es unmöglich natürlich, dahin zu gelangen. Ah, ganz gewiss, Sie haben recht. Ah, aber ganz sicher, mein lieber Zwei. Du hast doch bestimmt irgendein Kniff dir überlegt mit dem Herzen, ja? Um an besondere Informationen zu kommen, denke ich mir, oder? Das musste ich überhaupt gar nicht. Denn, ganz ehrlich, das Herz, was aus meinem Körper, ja, mit meinem Willen aus meinem Körper gelangt ist, das ist auch immer noch wie ein Teil von mir. Das heißt, egal wie weit es von mir entfernt ist, ich weiß immer ganz genau, wo es sich befindet. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust, das zu erläutern und zu sagen. Bis meine Untersuchung hier abgeschlossen ist, wäre es auch ganz weise, von euch zu denken, dass ihr einfach mal wartet eine Weile, ne? Ihr solltet also lieber warten, bis ich fertig bin. Einverstanden, selbstverständlich, sagt Niklas. Dann möchte ich aber auch alles daran setzen, Ihnen bei Ihrer Untersuchung hier zu helfen. Also, jetzt haben wir das ja alles soweit zusammengefasst. Ich werde dann heute nicht mehr gebraucht, dann verschwinde ich langsamer von hier. Aber falls ihr es schafft, natürlich, den Fall soweit zu lüften und weiterzukommen, dann werde ich natürlich auch mit der guten Diebin Rotkäppchen alles daran setzen, entsprechend zu antworten. Ja, verstehe ich. Also dann, läuft ja alles gut. Ich warte an der Seite von der Diebin Rotkäppchen. Deshalb versucht einfach, gesund und munter bei uns aufzutauchen. Ach übrigens, die Diebin hat dich längst in ihre Basis eingeladen, Arne. Deshalb kannst du einfach, frei wie du bist, eintreten. Das heißt, er hat die Erlaubnis, er kann in die Festung, Basis oder wo auch immer sie ist, rein. Das ist super. Das ist super. Nun, ich weiß, ich hätte dir eigentlich am liebsten auch schon gesagt, ich war im Begriff, dir zu sagen, wo sich ihre Unterkunft, ihre Basis befindet, aber das muss ich scheinbar nicht wahr? Ja, du musst nichts sagen. Warte einfach nur, das reicht. Und dann werden wir gemeinsam ein gemütliches Tänzchen wagen. Ach, du meine Güte, es wird ja hier immer spannender. Und wir schauen noch mal kurz ein wenig weiter und sehen nun die Diebin Rotkäppchen hier in einer wirklich pompös ausgestatteten, wunderschönen Verlieseinheit. Was ist das denn für eine Zelle, meine Güte? Und Ihnen schmeckt doch sicher, Sie mögen doch sicher den Kräutertee, nicht wahr? Ja. Aber wie wichtig ist die Frage für mich, was machen wir hier jetzt gerade eigentlich? Wissen Sie nicht, was ein kleines Teekränzchen ist? Ja, das habe ich mir schon so gedacht, dass wir hier ein Teekränzchen veranstalten. Aber warum eigentlich? Nun, so prächtig wie ich bin, ja? Allein meine Anwesenheit hier, egal ob es in einem Verlies ist oder sonst wo, das muss überall so prächtig prunkvoll sein. Anders will ich mich überhaupt nicht aufhalten. Aber ganz gewiss, ja, Sie müssen sicherlich sehr, sehr unzufrieden mit der Situation sein, dass ich sie ganz plötzlich einfach weggerissen habe und hierher gebracht habe. Irgendwie spielt sie so ein bisschen verrückt. Also sie kommt so ein bisschen aus dem Takt hier. Also ich weiß auch nicht. Ich habe mir eine viel furchteinflößendere Person hinter der Identität von der Diebin Rotkäppchen vorgestellt. Aber sie scheint echt ein guter Mensch zu sein oder eine gute Person. Mensch ist ja nicht sehr ein Werwolf, ne? Trotzdem. Aber nein, wenn sie eine Meisterdiebin ist, dann darf sie ja gar nicht so gut sein, oder? Weil sie ja raubt. Deshalb fragt er ihn jetzt, warum
rauben sie eigentlich? Für das Geld? Hm? Nee, so jemand wie ich hat natürlich überhaupt gar kein Interesse an Geld und allerlei solcher Sachen. Wenn ich doch Geld nur haben wollen würde, dann würde ich natürlich auch nur Geld rauben, oder? Denn da haben sie natürlich recht. Alles auf dieser Welt, ja, soll von mir in einen prachtvollen, prunkvollen Glanz gehüllt werden und eingefärbt werden. Dafür existiere ich ganz allein. Und diese Dinge möchte ich sammeln und bei mir haben. Ist doch selbstverständlich, um sie noch prachtvoller und prunkvoller zu machen. Und deshalb, was mir auch gefällt, die aufgestellten Fallen und natürlich auch die Überwachung und der ganze Kram, den ich überkommen muss. Ich möchte diesen Situationen entfliehen, wo, wenn ich gefasst werde, alles zu Ende ist. Und zwar möchte ich denen so entfliehen, in einer so prachtvollen Art und Weise, dass meine Prachtvollheit und meine Glanz, ja, noch weitaus weiter strahlt. Kurzum, ich, die prächtigste von allen Erscheinungen, möchte für mich noch prächtiger werden, ja? Und so ein prachtvolles Leben führen. Sehr geschwollen, wie sie redet. Diese Art zu denken, ich muss ehrlich sagen, da bin ich ja fast schon ein bisschen neidisch, dass sie das so sehen. Aber in meiner Umgebung haben viele Leute so gedacht immer. Das heißt doch dann, dass sie ein wenig sonderbar sind, nicht wahr? Wäre es nicht gut, ihre jetzige Art zu denken über Bord zu werfen? Kurzum, oder um es anders zu sagen. Ich stelle Ihnen einfach einmal eine Frage. Was Sie anbelangt, was möchten Sie überhaupt tun? Was wollen Sie? Was ich tun will, was ich will? Was will sie? Werden wir es herausfinden? Bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich verstehe, sagt jetzt auch ein Arne. Das heißt, um euer Handeln jetzt zusammenzufassen, kurzum, sieht es so aus, das ist der Handlungsplan kurz vor der Auktion. Kriegen wir hier schön in einer Tabelle vorgesetzt. Und ich fange mal oben an. Also wie gesagt, ganz oben der oberste große Schriftzug heißt Handlungsplan vor der Auktion. Und kann ich die Maus mit ins Spiel nehmen? Ich glaube schon, ne? Hier haben wir dann die verschiedenen blauen Felder. Elise, Niklas, Bernd, Pandora, Amy und Rin. Und hier eine Stunde vor der Auktion. Die erste Hälfte der Auktion und die zweite Hälfte der Auktion gab es diese zwei verschiedenen Auktionsphasen. Elise und Niklas waren eine Stunde vor der Auktion, ja, im Zimmer haben gewartet. Bernd war Wache halten vor dem Stromgeneratorraum. Pandora war im Besitzerzimmer und hat da gewartet. Amy war die ganze Zeit über im Innengarten am Wache schieben und Rin war im eigenen Privatzimmer. In der ersten Hälfte der Auktion, Elise war essen im Restaurant, Niklas bei der Auktion, Bernd war an der Seite von Pandora. Pandora war vor dem Auktionssaal. Amy war ja, wie gesagt, immer noch Wache schieben im Innenhof und Rin bei der Auktion. Zweite Hälfte war Elise immer noch essen, Niklas auch bei der Auktion. Bernd hat Wache geschoben im Casino. Pandora war auch bei der Auktion. Amy immer noch in dem Innengarten und hat dort Wache geschoben und Rin bei der Auktion. So steht der Plan hier. So sieht's aus, sagt Arne. Ja. Okay, in diesem Handlungsplan können wir nun im Menü jederzeit in Bewegung, in Betracht ziehen und uns angucken. Und Pandora sagt nun, also, der Zeitraum ist ziemlich fest eingegrenzt, offenbar. Hat das irgendwie einen Sinn? Ja, ganz genau so sieht's aus. Aber das musst du auch nicht wissen, um ehrlich zu sein. Aber wenn Ihnen das gleich ist, mein lieber Herr Neuntäter, und wenn Ihnen das recht ist, dann macht mir das auch nichts aus, dann ist es okay. Und woher wissen Sie, was Rin die ganze Zeit gemacht hat? Sie müssen wissen, das Kleid, was sie getragen hat, da haftete ein wenig von meinem Blut dran. Und im Umkreis des Hotels Peters konnte ich immer erfassen, wo sie war. Das heißt also, du hast die ganze Zeit beobachtet, was sie tut, du kleiner Perversling. Sie haben die ganze Zeit Milady beobachtet? Seid ihr vollkommen bescheuert, oder was?
Ich wusste ja nicht genau, was sie gemacht hat zu der Zeit. Ich habe das nur gemacht, sicherheitshalber, damit sie mir nicht in den Weg kommt. Und nun haben sie auch das Blut an ihr haften. Wissen sie also, wo sich Helene aufhält? Nein, das ist unmöglich. Dafür habe ich ja auch das Herz und kann das aufspüren. Ich verstehe. Aber viel wichtiger ist, jetzt gibt es noch andere Dinge, die ich mich vergewissern muss. Also zuallererst. Sagt ihr zuallererst was? Zunächst sollten wir doch vielleicht, wäre es doch gut, sich die Überwachungskameras anzugucken, nicht wahr? Ja, du hast recht. Dann kann ich nämlich prüfen, also ich will mich vergewissern, ob eure Zeugenaussagen soweit alle richtig sind. Dann soll ich mich nicht auf den Weg machen und die Überwachungskameraaufnahmen angucken? Ja, das wird was werden, aber ich möchte auch mit. Also, ich will sie mit meinen eigenen Augen sehen, direkt sehen. Da gibt's also einen Ort, den ich mir genauer angucken muss auch noch. Wollen Sie auch Befragungen vollziehen? Wollen Sie Leute befragen? Wow, das wirkt richtig wie ein Detektiv, ist ja Wahnsinn. Ich empfehle dir aber nicht, mit dem Besitzer hier, mit Pandora, eine Befragung zu vollziehen. Hä? Warum das denn? Ich bin doch ein total freundlicher, total toller Besitzer, nicht wahr? Ja, schon, das vielleicht, aber um ehrlich zu sein, ja? Sie sind schon ein bisschen strange und weird, ja? Das kann sein, dass Sie im nächsten Fall hier nicht eine Menge hier zurückschrecken vielleicht. Würde ich jetzt fast sagen, hier als Ishuku. Ishuku kann in der Schreibweise, es ist verwelken eher. Es gibt es auch als eingeschüchtert sein, vielleicht. Darüber hinaus, irgendwie hat sie aber kein gutes Bild von ihm jedenfalls. Ich will auf jeden Fall, um ein paar Punkte hier noch zu sammeln, ja, um hier meinen Gehalt vielleicht aufzustocken, sagen, was ich gesehen habe und was ich noch Bescheid weiß, ja. Habe ich mir schon gedacht von dir, du weißt es. Mein lieber Bernd, hat ja hier auch in gewisser Weise Einfluss, ne? Auch wenn es in einem negativen Sinne ist. Also, dann will ich sagen, Amy, du kommst mit. Hä? Machst du gerade dumme Späße? Ist doch klar, dass es mir nicht so gefällt, oder? Es ist ein Befehl von deinem Herrscher. Von deinem Chef, sozusagen. Ah, er hat also Macht über sie. Das heißt also, du kannst mir Aufträge erteilen und ich werde ihnen den Gefolge leisten, nicht wahr? Das war ja für dich eigentlich die ganze Zeit unmöglich, ne? Weil du ja deine Kraft verloren hattest. Hab ich ganz vergessen gehabt. Aber bitte vergiss niemals zwei. Dass mein wahres Ich dich immer töten wollte. Verstanden, das weiß ich. Auf dich kann man sich also nicht verlassen. Schön, dass du das so siehst. Jedenfalls, was noch Sache ist, wer gefragt werden soll, die Ziele sind ja meist Menschen, nicht wahr? Ich denke, Menschen zu befragen ist eh besser. In welchem Verhältnis die beiden wohl zueinander stehen, fragt sich Elise. Da scheint einiges zwischen ihnen vorgefallen zu sein. Ha, die Neinbeiß, wenn die an unserer Seite wäre, wäre es wahrscheinlich leichter hier, mit ihr zu agieren. Das heißt also letztendlich, es wäre doch in gewisser Form besser, wenn man jemanden hat, der sich auskennt mit dem Hotel und der mit jedem reden kann, also mit dem auch jeder in ein Gespräch kommt. Das heißt also kurzum, mit wem wollen wir hier agieren, unter den Voraussetzungen, die gerade genannt wurden? Jemand, der das Hotel gut kennt. Elise fällt auf jeden Fall raus. Niklas ist ja zumindest der Kurator gewesen hier von dem ganzen, von dem Stehempfang und sowas. Und der hat Geld. Vielleicht auch Einfluss. Wobei vom Know-how würde wahrscheinlich Bernd als Chef der Wachleute am besten sein. Und er hat auch Autorität, die er ausstrahlt letztendlich. Auch wenn er halt voll der komische Sonderling ist. Aber vielleicht sollten wir ihn wählen. Auch wenn ich nicht an seiner Seite am liebsten wandeln wollen würde. Ich wähle einfach mal Bernd. Der Wachmann. Tut mir leid, aber es ist so, dass du anscheinend der Geeignetste bist für die Sache. Warum sagst du das denn so niederträchtig, so ein bisschen, ja? So ein bisschen despektierlich.
dass ich der bessere Fall bin. Ganz klar, weiß ich genau, kenne ich mich gut aus mit den ganzen Einrichtungen hier im Hotel. Und ich verstehe mich auch gut mit den anderen Angestellten. Und auch die Gäste werde ich wohl nicht einschüchtern. Ich bin doch perfekt, oder? Angesichts der Voraussetzungen auf jeden Fall. Ich finde es super prächtig, dass ich dem Besitzer und dann noch dem Herrn Vampir eine Hilfe sein kann. Ja, kann ich jetzt wohl nichts machen, aber bitte sei mir kein Klotz am Bein. Überlass das mir. Und was sollen wir so lange tun? Es würde nervig sein, wenn ihr euch jetzt hier überall verteilt und rumlaufen würdet. Also seid einfach an irgendeinem Ort versammelt. Dann sind wir bei dem Lagebesprechungsraum. Dort kommen auch kaum Angestellte vorbei. Verstanden. So soll es also sein. Wir agieren mit Bernd fortan und wollen Jens untersuchen und hinterfragen, was denn womöglich passiert ist, meine liebsten Leute. Ist das die richtige Wahl? Sollen wir mit Bernd gehen? Was haltet ihr von Bernd? Haut in die Kommentarzeile, lasst noch ein Like hier und guckt auf den Social Medien. Dann geht's das nächste Mal nämlich richtig schön weiter hier bei The Casebook auf Arne. Arne und Siegenbohr. Bis dann, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.